Dieses Video wird präsentiert von G2A. Kauft Codes, Games und Keys bei meinem Sponsor mit Cashback-Code Scorpion gibt's noch 3%. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Sorry, dass ich mich heute nicht so euphorisch oder so anhöre. Ich habe eine echt beschissene Woche hinter mir. Und zwar habe ich immer noch die Grippe und jetzt nicht irgendwie so, wie man immer sagt, oh, ich bin krank, ich habe Grippe, sondern die richtige Grippe, also Influenza. Und ich musste meine Krankheit sogar beim Gesundheitsamt melden, ja, also weil die so hoch ansteckend ist. Richtig geil, also das war die Hölle auf Erden diese Woche und deswegen, ja, habe ich leider erst heute, um jetzt den super Übergang zu finden, den Genuss bekommen, Apex Legends richtig zu spielen. Ich habe die letzten Tage schon so ein ganz bisschen gespielt, immer so, wenn ich eine halbe Stunde aus dem Bett gekommen bin, es wurde jetzt die letzten Tage besser. Im Übrigen besiege ich jetzt hier das ganze Squad. Hier habe ich mit Anton gespielt, ich spiele die ganze Zeit nur mit Anton. Boah, ey, ich komme gerade gar nicht klar, so schnell zu reden. Ich werde heute etwas langsamer reden, mich öfter versprechen und so, aber ich denke mal, das ist okay. Ich wollte euch nämlich unbedingt meine Eindrücke teilen, wie ich das Spiel finde, wie es mir so Spaß macht und was ich alles so für Erfahrungen gemacht habe mit Apex Legends. Ich denke mal, ihr habt von dem Spiel schon gehört. Wenn nicht, dann fasse ich euch mal kurz zusammen. Das ist halt einfach ein Battle Royale Spiel, ich glaube von den Machern von Titanfall. Und es ist halt aber nicht so wie Titanfall, sondern so wie Battle Royale. Also das heißt, Leute, wir haben hier quasi eine Open World. Wir können dort gegeneinander kämpfen, gegen andere Spieler in Trios ist es noch. Und ich denke mal, ihr habt das Spiel schon gesehen, ich muss es jetzt nicht erklären. Auf jeden Fall finde ich, das ist das geilste Spiel dieses Jahr bis jetzt. Also das ist auf jeden Fall, keine Ahnung, das Video wird auch irgendwie so heißen, das geilste Spiel oder das gehypteste Spiel 2019. Und es macht mir auch so viel Spaß. Also ich habe heute locker schon 8 Stunden oder so gespielt. Und es hat einfach, okay, 8 Stunden glaube ich nicht, aber so 4. Boah, ich schwitze richtig beim Kommentieren. Ey, guck mal auch, wie verwahrlost ich aussehe, wie scheiße ich aussehe. Es ist krank. Mir geht's echt nicht gut, ey. Aber jetzt heute, kennt ihr das, Leute, wenn man so krank ist, dass man nicht mehr zocken kann? Und heute war ich immerhin so krank, dass ich zocken konnte. Also heute war so der erste Tag, wo man so richtig zocken konnte wenigstens. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als krank zu zocken und nichts zu peilen und so, finde ich. Genau, also das Spiel macht mir so viel Spaß. Ich habe so Suchtfaktor und ich habe richtig, richtig Bock, die Tage das Spiel noch weiter zu grinden. Wie gesagt, eigentlich wären ja 2 Videos dieses Wochenende gekommen, aber es geht halt eben so nicht. Ich bin froh, dass ich jetzt überhaupt dieses Video hier noch aufnehme. Ich nehme es jetzt auch gerade kurz auf, bevor ich es hochlade. Genau. Wow, Alter, shit. Ihr seht schon, ich bin ein richtiges Wrack. Auf jeden Fall, das ist so heftig geil, wenn man da in Gunfight ist in dem Spiel. Es fühlt sich so heftig geil an mit den Waffen. Ich weiß nicht warum, hier übrigens schieße ich nicht, weil Anton meinte, er macht das. Und dachte ich mir, okay, da kommt aber hinter ihm einer und dann, okay, muss ich auf den schießen auch noch. Es gibt so viele coole Möglichkeiten in dem Spiel. Ich habe natürlich noch gar nichts gecheckt, also ich habe auch noch keinen Win. Sondern wir haben heute, bis jetzt sind wir, glaube ich, 6-mal Zweiter oder so geworden. Aber ist mir eigentlich auch egal, so Tag 1, dafür ist es okay. Ich habe hier so ein paar Runden immer so mit 6-7 Kills im Hintergrund. Genau. Da können einfach ein paar Kills sehen und ein paar richtig coole Szenen sind sogar dabei, wo ich so ein ganzes Squad gleich nochmal töte. Habe ich ja eben schon und da kommt noch so eine Szene. Kann man sich auf jeden Fall gut angucken, denke ich mal. Boah, Alter, habe ich schon gesagt, erwähnt, ich aussehe wie ein Penner. Auf jeden Fall tue ich das. Auf jeden Fall tue ich das. Alter, wie ich aussehe. Sehr geisteskrank. Was ist das hier? Schamhaare? Naja. Gut. Auf jeden Fall. Ich muss natürlich sagen, mit was vergleicht man das Spiel jetzt, ne? Also mit Fortnite braucht man es nicht vergleichen, das ist ein ganz anderes Spielprinzip, weil Fortnite mit dem Bauen und so, mit Blackout kann man es vielleicht vergleichen und ich finde, es macht alles besser als Blackout, alles. Also sei es jetzt, wie die Waffen sich anfühlen, sei es, wie das Spielgeschehen funktioniert, aber was ich am besten finde, ist das Looten, weil es so gut gemacht ist. Man kann einfach mit dem Cursor dann die Sachen aus dem Menü schnell auswählen. Mit den Farben ist das cool. Ich liebe farbenfrohe Spiele. Es ist einfach extrem farbenfroh. Nicht nur die Map, sondern auch die Waffen, die Menüs, die anderen Sachen. Und deswegen seht ihr schon hier, guck mal allein, wie schön diese Waffe aussieht. Und jetzt sterbe ich gleich, weil es waren 4 Gegner. Einen habe ich geholt. Jetzt lege ich nochmal, also jetzt knock ich nochmal einen. Da hatte ich jetzt 6 Kills zum Zeitpunkt. Und es war auch kurz vor Schluss. Jetzt den knock ich jetzt. Nee, ich habe hinter ihm eingenockt, genau. Aber naja, hat dann leider jetzt hier nicht geklappt. Und ich nehme gerade den Gamesound mit auf. Ich bin ja richtig intelligent. Naja, egal, mache ich das mal jetzt hier schon aus. So, gut. Auf jeden Fall hat es mir richtig Bock gemacht. Ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, boah, du spielst es doch. Das macht dir gar keinen Bock, das merkt man doch, wie du redest. Aber ich kann gerade nicht anders reden, Leute. Ich kann mich jetzt nicht zwingen, dass ich mich überhaupt zu dem Video überrede. Da bin ich schon stolz auf mich. Weil ich unbedingt auch zu dem Game was sagen wollte, weil
es einfach cool ist und ich will diese Sache einfach euch auch mit auf den Weg geben, kann ich das Spiel kostenlos runterladen. Das hier ist kein Sponsored-Video oder so, sondern vielleicht trifft man sich ja mal in den Lobbys, weil ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen nur das spielen. Ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, es ist Schicksal, weil jetzt endlich ein Spiel rauskam, auf das ich auch Bock habe irgendwie. Weil das war jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt COD gar nicht mehr gespielt seit Mitte Dezember, jetzt außer neulich für die Aufnahme. Der Liga-Modus kommt ja jetzt zum Glück bald, aber irgendwie, ich weiß nicht, hat nicht mehr so Bock in letzter Zeit. Macht das hier irgendwie Spaß? Guck mal bitte, wie er jetzt meine Knives überlebt. Guck mal, nochmal, Digga, der hat so viel geschluckt und nochmal überlebt. Das ist, holt er mich, aber mein Teammate hat ihn dann geholt. Genau. Und was ich natürlich am meisten freut, ist, dass ich mit Anton heute den ganzen Tag gezockt habe. Hier dieses Runtersliden, das macht so Spaß. Das ist irgendwie das Beste. Ah, ich muss noch mal gucken, wo ich die Facecam dann positioniere. Aber ich glaube, ich weiß schon wohin. Also das ist eigentlich ziemlich cool, glaube ich, das Game. Einfach auch, weil es für YouTube und Twitch sich auch voll, also ich glaube, dass es Spaß machen wird. Gucken wir mal, wie die Community das jetzt so annimmt. Also viele Leute, die ich kenne, zocken das Spiel. Zum Beispiel auch Leute, die sonst viel Fortnite spielen und so. Also das ist schon ganz nice und ich glaube, dass es eine coole Zeit wird. Und ich merke auch, also heute habe ich auch gemerkt, ey, ich habe jetzt seit Mitte Dezember nicht mehr irgendwie engagiert gezockt und das war heute richtig nice. So die ersten Runden musste ich erstmal reinkommen. Da habe ich teilweise später schon ganz nice Sachen mit den Gegnern gemacht. Hier ist das klassische Finishen, aber ich werde leider aufgehalten und der Typ holt mich natürlich noch in der letzten Sekunde. Aber ich wurde dann wieder aufgehoben. Jetzt hole ich wieder das ganze Squad. Ganz nice. Hier, den nehme ich jetzt mit dem letzten Schuss mit. Und jetzt, Anton war noch nicht down. Anton kämpft da in der Ecke noch. Der Teammate hier wurde komplett über den Haufen geschossen. Anton läuft jetzt gleich links raus. Und ich dachte, man kann hier durch diese Glaswand schießen. Guck mal. Aber kann man gar nicht. Und einen hatte ich halt eben schon genockt. Und die haben jetzt Anton gejagt. Die waren gar nicht auf mich fixiert irgendwie. Dann habe ich jetzt den von hinten geholt. Jetzt mit Anton. Jetzt ist Anton tot. Das heißt, ich muss den jetzt unbedingt auch noch holen. Und jetzt kommt er, will mich holen und ich habe ihn auch noch. Also habe das ganze Team hier geholt und habe Anton somit gerettet. Es war ein ganz nices Clutch-Play, würde ich sagen. Kann man sich auf jeden Fall nicht drüber beschweren. Genau. Ja, also Leute, wie gesagt, ich finde es richtig cool, dass die spiegeln. Das kam so aus dem absoluten Nichts für mich. Ich hatte so gar keine Ahnung. Und auf einmal gehe ich Montag auf Twitter, wo ich komplett tot war. Also wirklich todestot. Das war der erste Tag der Krankheit. Gehe ich so auf Twitter und steht da so, Digga, das und das Spiel ist jetzt draußen und Apex Legends und so. Und ich denke mir so, hey, was ist das? Guck so einen Stream und so, denke mir so, boah, das sieht ja voll geil aus. Dann habe ich 2 Tage gestruggelt, weil ich nur Streams und so gucken konnte, weil ich selber nicht spielen konnte, weil ich nicht mal aufstehen konnte. Das war so scheiße. Also, alle von euch, die gesund sind, seid froh drüber. Komm, bitte. Hätte ich den geholt, hätten wir die Runde gewonnen. Alter, wie viel er geschluckt hat, ist ja ekelhaft. Naja. Also, ihr könnt euch da eigentlich mal vorstellen, so ein bisschen, wie ich mich fühle. In welcher Situation ich mich befinde. Mit so einer Grippe, das ist richtig schlimm, aber jetzt wird das wieder besser. Und ich denke mal, ab morgen könnte man dann wieder sagen, ich bin halbwegs gesund. Auf jeden Fall, wie gesagt, hat das Game so, ich habe das dann angeschaut im Stream, es hat mir richtig gut gefallen. Und jetzt habe ich auch voll Bock am Zocken und ich werde auch gleich direkt weiter zocken nach der Aufnahme dieses Videos hier. Ich habe jetzt nur ein paar Szenen einfach irgendwie zusammengeschnitten, jetzt verlieren wir die Runden hier noch als 2. Platz wieder, Mann. Ach, ist das ärgerlich, ey. Richtig, richtig ärgerlich. Hier diese Shotgun liebe ich im Übrigen übelst. Alleine wegen solchen Hits hier. Zack, zack. Hau rein, Digga. Manchmal ist es aber auch komisch. Manchmal schlucken die Gegner so heftig viel. Das ist halt manchmal komplett krank. Wenn ihr in Zukunft Bock habt, dieses Game auf dem Kanal zu sehen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es gibt natürlich immer ein paar Leute, die werden jetzt disliken, wegen, weil sie COD sehen wollen und so. Aber keine Ahnung. Wenn ich COD machen will, mache ich COD. Und wenn nicht, dann nicht. Wenn ich COD machen will, dann jetzt wahrscheinlich, wenn Arena kommt. Das Spiel spielt sich halt so ähnlich wie COD. Es ist halt so geil irgendwie, Mann. Es ist halt so wie ein perfektes Battle Royale von COD hätte sein können. Und deswegen ist es natürlich irgendwie perfekt für mich. So, keine Ahnung, ich finde es richtig geil. Jetzt bin ich hier alleine rumgelaufen, weil ich mich hier angeschlichen habe. Und dann waren die Jungs dann später da. Jetzt sind die, glaube ich, da, genau. Und jetzt kämpfe ich hier nochmal. Hol jetzt, glaube ich, wieder 3 Leute. Aber dann am Ende werde ich wieder getötet. Ich glaube, es war hier. Genau, kriegt er erstmal richtig einen fetten Shotgun-Hit. Anton ist, glaube ich, wieder. Nee, Anton lebt noch, aber Anton geht immer. Jetzt stirbt er. Guck mal, wie er immer. Anton geht immer so heftig rein. Das ist so lustig. Und ich gebe mir hier so eine Spritze nebenbei. Und jetzt habe ich den Typen habe ich jetzt geholt, der um die Ecke ist. Ein Hit. Zack. Hau rein, Digga. Und es sind wieder 2 hinter mir. Ich glaube, jetzt töte ich den sogar auch noch. Genau, den auch noch. Aber ich kann jetzt den letzten irgendwie nicht finden. Eigentlich dumm, hätte ich mal drauf gehen sollen, merke ich gerade.
Da war ich Spitzenreiter in der Runde, ist auch eine ganz coole Funktion. Ja, also schreibt mir mal, wie ihr das Spiel findet in die Kommentare. Wie gesagt, es tut mir leid, dass ich mich jetzt nicht ultra anstrengen kann hier und die allerbeste Laune haben kann. Das ist halt einfach die Tage nicht so easy gewesen jetzt. Aber ich habe auf jeden Fall mega Bock auf Zocken und das Game macht mir auf jeden Fall ultra Spaß. Und da freue ich mich natürlich jetzt schon wieder drauf, gleich online zu gehen. Habe ich schon erwähnt, dass ich aussehe wie ein dreckiges Ekelschwein? Alter, das ist ja echt nicht mehr lustig. Aber ich habe voll abgenommen die letzten Tage. Ich habe 3-4 Kilo abgenommen. Ich konnte nichts essen, Alter. Ich habe, ich weiß, man sieht es nicht, weil ich auch so lange Haare habe und so. Bei mir sieht es immer, wenn ich hier die Seiten nicht kurz habe, guck mal, wie schlimm das aussieht. Da sehe ich so schlimm aus, Alter. Und dann auch mit diesem Schamhaarbart hier. Naja, egal. Da sehe ich eh immer fett aus. Auf jeden Fall sterbe ich jetzt hier. Genau. Auf jeden Fall macht mir das Spiel viel Spaß. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich bin raus für heute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.